Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu den Ender Games. Wir spielen endlich mal wieder Ender Games, weil sich das einige Leute gewünscht haben. Und eben war schon Herr Bergmann neben uns. Oh, jetzt ist Herr Bergmann nicht mehr neben uns. Aber jetzt ist ein Schneemann neben uns. Wir spielen im Biom Faust auf jeden Fall. Und was lebt in einem Wald? In einem Wald leben Waldbewohner. Und was ist einer dieser Waldbewohner? Eine Spinne. Wir sind eine Spinne. Und deswegen haben wir diesen Speed 1. Der Speed 1 Buff ist weg. Nein, Spinne, warum hast du keinen Speed 1 Buff mehr? Wieso sollte man jetzt noch die Spinne spielen? Echt? Haben die das geändert? Die Spinne hat keinen Speed 1 Buff mehr. Was macht denn jetzt die Spinne noch gut? Dann hat die Spinne quasi nur noch ihre Spinnenweben und sie kann Wände hochklettern. Wow. Toll. Ich fand sie gerade so cool wegen ihrem Speed 1 Buff, aber anscheinend war das zu OP. Oh. Naja, immerhin haben wir schon mal ein Dia-Schwert und... Ah, das sind nur drei. Oh, das ist ja blöd. Ja gut, dann glaube ich, mag ich die Spinne gar nicht mehr so sehr. Ohne den Speed 1 Buff. Gibt es sonst noch irgendwas, was einen Speed 1 Buff kontinuierlich hat? Ich glaube nicht. Aber auch irgendwie unlogisch, dass die Spinne allgemein einen Speed 1 Buff hat. Ich meine, wofür? Was für eine Spinne ist schnell? Sprungspinnen sind vielleicht mal schnell. Aber sonst? Na gut, müssen wir sehen, was wir hinbekommen. Ich wusste das noch gar nicht, dass der Speed Buff einfach weg ist. Aber gut, dann können wir halt nur Wände hochklettern. Hat ja auch was. Guck mal, das ist eine Höhle. Wollen wir mal in die Höhle? Wir gehen mal in die Höhle. Ich habe so lange keine Endergames mehr gespielt. Das glaubt ihr gar nicht. Also kann sehr gut sein, dass ich jetzt hier gut am Failen bin. Aber wir schauen einfach mal. Ach, wir müssen ja gar nicht hochhüpfen. Wir können ja einfach hochklettern. Haha. Gut, dass wir ja die Spinne sind. So, was gibt's denn hier? Das ist Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wir brauchen Holz. Wir müssen uns eine Spitzhacke machen. Können wir uns eine Spitzhacke machen? Nee. Oh, das ist Kohle, Leute. Wollen wir die Kohle abbauen? Wollen wir uns hier ein Haus bauen? Schön als Spinne, weil Spinnen mögen es in Häusern, wie jeder weiß. Da hinten kämpfen zwei. Da können wir eigentlich mal raufgehen. Wir hetzen die noch ein bisschen auf. Hier. Spinnenweben. Vielleicht. Oh nein, wir sind in unseren eigenen Spinnenweben eingesperrt. Oh, wow. Ja, genau. Blödes Ungeheuer. In unserem eigenen Spinnenweben gestorben. Ja, okay, dann will ich aber die Spinne auch eigentlich nicht mehr spielen. Dann ist sie ja jetzt doof. Spielen wir Planes. Mal gucken, was haben wir denn sonst noch so für Kids? Das war ein blöder Tod eben. Wir haben... Gibt es eigentlich neue? Ne, Ungeheuer ist immer noch das letzte. Ritter ist eigentlich ganz cool. So, Dieb, Morpher, Yeti, Delfin. Wir können ja mein Lieblingskid spielen. Das wäre dann jetzt auf jeden Fall der Hai. Spinne war auch noch nah dran, aber... Ja doch, er kann Wände hochklettern, ist schneller unterwegs und kann Spinnenweben werfen. Nee, diese schneller unterwegs. Dann ist das jetzt ein Bug oder wie? Da steht, die ist noch schneller unterwegs. Stimmt aber gar nicht. Spielen wir mal Hai. So, mit Hai bin ich am besten, weil der einfach OP ist. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich Hai spiele. Oh, was ist das eigentlich? Plains. Okay, in Plains gibt es zumindest ein bisschen Wasser. Schauen wir mal. So. Oh, ertränken wir uns halt in Lava. So, ist der Herr Bergmann wieder da? Der ist ja eben auch schon so schnell gestorben. Scheinbar nicht. Aber dafür ist hier ungespielt. Hallo, ungespielt. Ist hier sonst noch wer? Oh nein, ein Creeper. Vor dem müssen wir aufpassen. Rocket Jumper 77. Oh ja, hier gibt es richtig viel Wasser. Okay. Als Hai mögen wir es natürlich im Wasser. Von daher ist Wasser eigentlich überlebensnotwendig. Oh, guck mal. Oh, hä? Meine Maus hat krumm gesponnen. Der hat anscheinend... Da war ein Ritter, habe ich genau gehört. Da war ganz klar ein Ritter. Okay, wir bräuchten Bäume. Da hinten gibt es Bäume. Oh, da müssen wir so weit laufen. Die ist gerade neu erschienen, wenn ich das richtig gesehen habe. Hallo? Nee, doch nicht. Okay. Aber irgendwas ist hier doch eben neu erschienen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir genug Essen. Und können uns dann wahrscheinlich nur ein Holzschwert machen, aber pff, wir sind Hai, wir brauchen nichts anderes. Gott, warum leckt das gerade so? Holz abbauen macht so Spaß. Genau, der Hai, um ihn kurz zu erklären, wenn ihr den nicht sowieso schon kennt, der hat am Land einen Schwäche-Buff, oder einen Schwäche-Debuff, besser gesagt. Und dafür, also am Land sollte man nicht mit ihm kämpfen, weil er da halt nicht stark ist. Und wenn man einen Speedblock nimmt, dann bringt er das auch nichts, weil der wird sofort wieder überschrieben, sodass man gar nichts machen kann. So, was kann der Hai sonst noch? Der Hai hat von Anfang an einen Wassereimer, damit man auch in Wasser gehen kann, denn in Wasser
Im Wasser ist er cool. Im Wasser kriegt er Schnelligkeit 2, Regeneration 2, Resistenz 2 und er hat Unterwasseratmen als einziges Kit in diesem Spiel. Und das ist schon recht fresh, würde ich mal sagen. Unter diese Schnelligkeit, das ist super. Das heißt, man muss mit dem Hai eigentlich die ganze Zeit im Wasser kämpfen und dann sollte man keine Probleme haben. Auch wenn einen die ganze Zeit jemand mit dem Bogen oder so abschießt, kann man das trotzdem eigentlich gut regenerieren. Sobald man denn irgendeine Ausrüstung hat, zumindest. Die wir jetzt leider nicht haben. Oh Gott. Geh weg von uns. Genau. Schmeiß dich woanders hin. Hat er sich gerade in den Tod geworfen? Ist das sein Ernst? Okay, wo ist der gestorben? Okay. Der dachte sich auch nur, ah, Mann, dieses blöde Spiel. Ich bringe mich mal um für den Dizzy. Der hatte noch keine Ausrüstung. Was war das denn? Was hatte der denn vor? Oder er hat sich von jemand anderem weggeschmissen, hat mich dann gesehen und wollte sich dann noch weiter wegschmeißen und hat sich dann in den Tod geschmissen. Oh, es tut mir leid. So, haben wir. Oh, das sind Gegner. Der hat ein Dia-Schwert, den holen wir uns. Ich hätte das Dia-Schwert sehr gerne. So, stirb du. Oh Gott, der wird uns töten. Aber wir haben eine Rüstung. Ja, könnte werden. Ich hätte gern das Schwert. Wie gesagt, ich hätte mich, als wenn ich nicht high wäre, dann würde ich mich niemals mit dem anlegen. Aber da ich high bin und sowieso weiß, dass ich hier voll gut unter Wasser bin, warum nicht? Ah, jetzt haben wir endlich eine Krone. Die Krone sieht nämlich bei meinem Skin, oh, echt schön aus. Warte, wir haben ja ein Dia-Schwert. Das ist ja richtig kaputt. Wieso ist das so kaputt? Ach, das war ein Techniker. Deswegen hatte der eine volle goldene Rüstung. Hallo, willst du wirklich gegen uns kämpfen? Okay, dann mal viel Spaß. Bist du etwa auch ein Hai? Möglich. Oh Mann, jetzt sieht man den Gegner wieder nicht. Wo ist er denn jetzt? Ich sehe ihn nicht da. Okay, Attacke. Bist du etwa ein Ungeheuer? Moment. 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 Lass mich regenerieren. Das ist anscheinend echt ein Ungeheuer. Wieso hat er so viele Pfeile? Okay, ich werfe mich mal weg. Oh, mit einem halben Leben überlebt. Oh Gott. Oh Gott, wir müssen ganz schnell re regenerieren. Oh weia. Okay, dass das so knapp wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Lacker. Ja, das war schon wirklich Lack. So, wir können uns ein paar Workbenches machen. Sollten vielleicht nochmal essen. Das ist aber richtig schön. Jetzt haben wir wieder volle Leben fast. So, machen wir uns. Nein, 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 nein. Oh, hier ist ein Pferd. Hallo Pferd. Wie geht's dir, Pferd? Haben wir die Rüstung jetzt eigentlich bekommen? Ich weiß es nicht. Haha! Jetzt bist du wieder im Wasser. Na, was machst du jetzt? Oh Gott, diese ganzen. Sind das alles Ungeheuer oder was? Wieso haben die alle nur Bögen? Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall hatte der eine schöne Rüstung. Ja, das war ein Ungeheuer. Der hatte eine grüne Hose dabei. Okay. Alle spielen Ungeheuer. Ist das echt so ein starkes Kit? Hätte ich gar nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Na gut. Kann ja jeder machen, wie er will. So, der nächste Spieler ist gar nicht mal so weit weg. Aber im Wasser sind wir sowieso unantastbar. Deswegen können wir hier. Oh, wir haben eine Kartoffel. Können wir hier ruhig ein bisschen Zeit uns lassen und mal ein bisschen aussortieren. Brauchen wir nämlich alles nicht. Das auch nicht. Ein Bogen haben wir. Wir haben einen Pfeil. Das ist das Schlechte an den Ungeheuern. Die haben immer nur einen Pfeil, weil deren Bogen ja, glaube ich. Nee, die haben nicht mal einen Pfeil. Deren Bogen hat ja, glaube ich, Unendlichkeit. Von. Ah, oh nein. Diese Falle. Diese Falle, der wollte uns in das Spinnenweben reinpacken. Die haben einen Unendlichkeitsbogen und deswegen haben die dann gar nicht erst Pfeile dabei. Okay, drei Diamanten. Können wir damit was machen? Ich glaube nicht. Werfbarer Trank der Heilung könnte vielleicht noch ein bisschen gut werden. Okay, Essen sollten wir vielleicht auch da lassen. So. Obwohl, wir haben eigentlich genug Essen. Wir haben ganz viel rohes Rindfleisch. Rindfleisch. Solange ich die Tiere nicht selber töten muss, ist alles gut. Oh Gott. Oh, sag bloß, du bist. Okay, das ist auf jeden Fall ein Ungeheuer, weil der. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Okay, nur Müll. Haben wir das gerade aussortiert? Mann, immer diese Ungeheuer. Geh mir nicht auf die Nerven. Okay, Moment, das machen wir anders. Machen wir so. Blödes Ungeheuer. Komm her. Ach, sehen wir den wieder nicht. Alles Ungeheuer. Ich dachte mal, das wäre ein richtig schlechtes Kit, weil die Ungeheuer doch nur mit dem Bogen angreifen können, oder? Oh, wow. Aha, was hast du da auf uns geworfen, hä? Komm her. Ich glaube, der weiß, dass wir ein Highline, ja. Hallo, das bin ich. Ich bin das Highline.
Highline. Hört sich irgendwie an wie so eine. Wie irgendwas für die Haare. Professional Highline for you. Oh Mann, ich laber wieder nur Bullshit. Sorry. Wieso ist unser Schwert so halb kaputt? Das finde ich blöd. Oder war das dann ein Ungeheuer, der dieses Schwert hatte? Oh nein, ich hab Paranoia von Ungeheuer. Jeder hat ja Ungeheuer. Weil die können ja irgendwie nicht mit dem Schwert angreifen, weil das dann sehr schnell kaputt gehen soll oder sofort bricht. Das weiß ich nicht mal. Irgendwie sind die Gegner alle ganz schön weit weg. Was kann man denn mal machen? Man könnte mal aussortieren. So. Ein Bogen. Uns bringt der Bogen nicht wirklich viel, weil wir nur einen Pfeil haben. Wir könnten uns aber Leben geben. Keine Leben, sondern. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Haben wir einen Apfel? Nö, auch nicht. Wir könnten uns zumindest einen besseren Helm machen, aber ich mache mir Schuhe, weil der Helm sieht einfach nur hübsch aus, auch wenn der fast kaputt ist. So. Aber die Kronen sehen immer cool aus. Mag ich. Und das wieder das andere Ungeheuer. Ich gehe mal ins Wasser. Tschüss. Ja, keine Ahnung, was man gegen Ungeheuer machen soll. Ja, okay, Ungeheuer sind stark, weil sie einen auf Abstand halten können, aber irgendwie ist der gar nicht mal so gut im Schießen. Okay, das habe ich schon gespürt. Ist quasi an meinem Ohr vorbei geflitzt. Aha, noch ein paar Enderperlen. Sehr schön, die brauchen wir. Oh, ja, was willst du? Was willst du von uns? Aua, wir brennen. Oh Gott. Achso, das war gar kein Vergiftungstrank. Okay, dann ist ja alles okay. Ja, gut, wir verlieren sowieso keine Leben. Aber warte, wir können gar nicht so lange warten, bis er keine Pfeile mehr hat, weil der hat ja unendlich Pfeile. Mann! Dich kriegen wir. Ach, der wusste doch, dass wir ein Hai sind. Das war doch der, oder? Ja, das war der. Der weiß, dass wir Hai sind. Ja, keine Ahnung, was ich machen soll. Der hat bessere Rüstung als wir. Ich schmeiß mich mal weg. Tschüss. Iber doch. Tjo, wie viele leben da noch? Drei Stück. Okay, also ein Ungeheuer, ein keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall hat er auch viele. Ich auch. Yeah, Team. Wir machen jetzt ein Team. Okay, töte ihn. Ach ne. Hä? Doch, der ist irgendwo da hinten. Warte, was hat er geschrieben? Okay. Okay, lass uns teamen. Ach, er hat ihn schon getötet. Okay. Hat er ihn getötet? Nee. Hä? Team ist eigentlich richtig uncool, aber gut. Attacke! Aua, auf ihn! Auf ihn mit Gebrüll! Gegen die Ungeheuer! Alle hassen Ungeheuer! So, komm her, du! Einfach mal Team. Einfach so. Ah, das ist ein Känguru. Okay, gut zu wissen. Genau, greif ihn an und nicht mich. Den holen wir uns. Okay, aber der tippt ja wirklich. Wie witzig ist das denn? Warte, ich verzauber mal. Oh, geht nicht. Blödes und. Oh Gott. Oh nein, das ist schlecht. Ich muss ins Wasser. Tschüss. Oh nee, ich verbrenne. Oh, schon wieder mit einem halben Leben. Schon zum zweiten Mal. Aber nicht cool. Okay. GG. GG. Hätte er fast gewonnen, weil ich eben auch fast gestorben bin. Mr. Nikor. Mr. Nikor ist cool. Einfach mal ein Team mit Mr. Nikor machen. Mal gucken, was er antwortet. Oh.
ich mal gespannt. Nee, das wäre ja echt langweilig. Dann lass das irgendwie cool machen. Oh Mann, nee, das ist doch doof. Was ist er denn jetzt da? Ich will ihn jetzt nicht einfach so töten. Das ist doch stillos. Oh, guck mal, Dankeschön. Mann, was machen wir denn jetzt? Okay, ich stell dir eine Falle. Dann fühle ich mich besser. Oh Mann. Okay, ich hoffe, ich habe genug Holz dabei. Stellen wir jetzt eine Falle, dann bringe ich ihn wenigstens nicht eigenhändig um. So, dann ist das nämlich der Teleport, der ihn umbringt. So. Habe ich noch was? Ich habe hier noch ein paar Workbench zumindest. Geht das? Kann man das irgendwie raufsetzen? Ah, verdammt. Habe ich nicht noch irgendwo einen Block? Ich habe keine Blöcke mehr. Okay, mache ich mir einen Eisenblock. So. Kann ich mir noch einen Eisenblock machen? Dia-Blöcke gibt es, glaube ich, nicht, oder? Menno, stell dich nur da hin. So, jetzt haben wir eine Falle gestellt. Jetzt wird er sterben. Ja! Oh nein. Erstmal eine Freundschaftsanfrage schicken. Friend accept Mr. Nikor. Oh. Da ist er gestorben. Oh nein. Bantiba. Hilf mich doch. Okay, das war ein sehr komisches Ende. Team ist auch eigentlich voll uncool, aber irgendwie war mir danach. Ja, keine Ahnung. Hatet mich ruhig, ist okay. Ja, und dann würde ich sagen, auf jeden Fall trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Und vergesst nicht, immer gegen die Ungeheuer. Ungeheuer sind schlimm. Vor allem, wenn so viele, da waren eben so viele in dem Match, das war ja nicht mehr auszuhalten. Also eigentlich, ich mag ungespielt, ich gucke den ja auch, aber sein Kit ist doof. Nervig. Vor allem als Hai. Weil eigentlich war ich als Hai hier immer, bis die ihre ganzen Pfeile wegschießen. Aber wenn die Ungeheuer sind, dann haben die natürlich unendlich Pfeile. Und das ist schlecht. Dann geht meine Taktik als Hai nicht mehr auf. Und ihr könnt mir mal schreiben, oh, wenn ihr wisst, was mit der Spinne los ist, warum die diesen Speed 1 Buff nicht mehr hat. Oder Speed 2 Buff? Auf jeden Fall, dass sie nicht mehr schneller ist. Dann bitte mal reinschreiben. Ja, bedanke mich aber trotzdem erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss!